der fertige Kuchen. Schaut ihn euch an. Ich mal, es musste natürlich schon probieren und ich habe auch schon probiert. Aber seht mal, wie er geworden ist, nach dem, was er vorhin. Ich muss so ganz ehrlich sagen, schaut mal, ich mache mal ganz nahe Aufnahmen, damit ihr das mal sehen könnt. Es scheint mir doch ganz gut geglückt zu sein. Kann man nicht meckern, oder? Schön. Ach ja, der eine hat ja gesagt, Marlies soll lieber kochen. Aber das Backen werde ich übernehmen. Aber natürlich wird Marlies auch mal einbacken, ist kein Problem. Aber wie ich ja schon gesagt habe, dass es nicht so einfach ist, aber immerhin, gucken wir, das ist jetzt schon der dritte Kuchen. Noch ein Rezept habe ich euch ja schon im vorigen gesagt und Marlies hat mir gesagt, es würde schmecken, aber sie scheint nicht heute nicht viel zu erzählen. Ihr wisst ja selber, wie es ist, das mache ich alleine. Sie meldet sich dann wieder beim Kochen. Moment. Und siehst du, man hört sie schon, sie hat. Aber sie kann mir ja trotzdem sagen, na Marlies, wie hat er dir denn geschmeckt? Ist er gut so? Ich habe einmal von der Seite rumgemacht. So, jetzt du, so, sag mal. Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Mein Name ist Marlies. Da bin ich wieder. Für euch extra. Auch frisch aus der Kur. Ich habe mich gut erholt, oder hast dich nicht erholt? Ne, brauche ich nicht vor, oder will ich auf mich reden? Ne, ich habe nur gesagt, so. Du hast dich erhöht. Erstens, der Käsekuchen ist da nach, der schmeckt auch. Schau doch mal. Das ist schon das zweite Stück für mich. Mhm. Normalerweise habe ich in der Kur her selbst einen Kuchen bekommen, aber so wenig wie möglich Süßes. Nicht, dass ich mich auf Diät gesetzt habe, das habe ich mich schon von mir aus. So. In Leichlinge war es wunderschön. Ich wollte zuerst nicht. Du hast Ruhe, Frieden. Kannst dich mal abschalten, kannst tun und fast tun und lassen, was du möchtest. Aber Anwendungen hat jeder. Auch ich kann mir so Anwendungen machen. Und die Luft ist besonders für Asthmakranke. Schöner wie eine Eifel. Sagst du ja selber, die Luft da ist besser. Die Luft ist für Asthmakranke sehr gut. Mir hat es gut getan und ich würde, wenn es nochmal drauf ankommen würde, sofort wieder nach Leichlingen. Weiterempfehlen. Oder auch weiterempfehlen. Probier das aus. Aber nächstens mache ich euch mal wieder was. Es gibt wieder was zu essen, aber die Überraschung wird bleiben. Noch wird nicht angekündigt, oder kündigst du an? Ich sage kein nichts, was ich mache. Eine Sache steht im Netz. Und dann muss man das selber so ausprobieren. Okay, Leute, ist kein schöner Mai, so wie ich das sehe. Aber ihr seht, Marlies ist wieder da. Aber, und sobald es was zu essen gibt, steht es wieder drin. Ich wünsche alle Mütter für am Sonntag. Schönen Muttertag, ja. Schönes Muttertag. Mhm. Tschüss. Und eventuell koche ich dann Sonntag.